Damit sich die größte Naturbühne Europas in ein spektakuläres Opernfestival verwandeln kann, braucht es mehr als nur ein paar Handgriffe. Wir werfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Oper im Steinbruch. Das ist sie, die größte Naturbühne Europas. Jedes Jahr aufs Neue begeistert diese Kulisse Opernfans, aber nicht nur. Auch Laien können sich diesem Erlebnis nicht entziehen. Wir wagen mit Intendant Daniel Serafin einen Blick hinter die Kulissen der diesjährigen Produktion Carmen. Die Dimensionen hier sind unglaublich und ihr seid immer relativ voll. Wie viele Gäste kommen pro Saison? Pro Saison? Wir erwarten dieses Jahr knapp 100.000 Zuschauer. Pro Vorstellung gehen 5.000 rein. Also die Dimensionen sind schon gigantisch. Und das macht auch das Spektakel aus. Weil wenn das so riesig ist, dann ist das halt auch eine Oper in einer anderen Dimension. Und ein Genuss auf einer anderen Linie. Seit 2019 hast du die künstlerische Direktion übernommen, Oper in Steinbruch. Wenn du jetzt zurückblickst, es ist ja schon ein Mammutprojekt. Wie war es damals für dich, das zu übernehmen? Am Anfang eine Riesenherausforderung, zumal es meine erste künstlerische Leitung, Intendanz, war. Aber das Schöne ist, du wächst hinein und mit einem tollen Team und einem tollen Ensemble, dass das Um und Auf ist in einer Produktion, wächst man natürlich und vor allem das Ganze hat dann andere Dimensionen. Die Bühne hat die Dimension eines Fußballfelds, um das mal sich vorstellen zu können. Und natürlich habe ich einen Regisseur gewählt wie Arnaud Bernard, der schon zweimal in der Arena di Verona inszeniert hat, somit die Dimensionen auch kennt und mit diesem spannenden Konzept an uns herangetreten ist. Und somit habe ich gesagt, ja, let's give it a try. Er hat die Vision, wir haben die Möglichkeit und gemeinsam sollte man sowas gut umsetzen können, um eine neue, spannende Carmen zu machen, die noch nicht an 20 Theatern oder Opernhäusern irgendwo gesehen wurde. Also Carmen hier ist schon mal ein Erlebnis für sich. Schon die Bühne und die Kulisse sind ein Erlebnis für sich, denn der alte Römersteinbruch ist über 2000 Jahre alt. Hier schwingt Geschichte mit. I'm very excited for this place because when I arrived this morning I was like, oh my god, so it's incredible. I didn't know about the story of this place and it's very exciting for me and give life to a modern Carmen in this historical place would be nice, I think. Geplant ist ein Hollywood-Set, das sich verändert. Carmen ist die Geschichte in der Geschichte, denn die Oper zeigt, wie Carmen verfilmt wird. Ein spannender Zugang. I know the recipe to make it work. We have many constraints when you design a production. You have to think about the size, you have to understand the capacity of the technical staff. You have a lot of constraints you have to know, and when you have the experience, it helps a lot, sure. Arnaud Bernard wird die ganze Bühne hier im Steinbruch zu einem gigantischen Filmset angelegt an die Hollywood Studios der 30er Jahre ummodeln mit 6 verschiedenen Drehbühnen und verschiedensten Lokationen, wo eben die ganze Geschichte stattfindet. Und das Spannende dabei ist, es wird an mehreren Locations zeitgleich was stattfinden. Somit eigentlich muss man 2-3 Mal kommen, um die ganze Oper sich anzuschauen. Die größten Herausforderungen sind immer, dass man zum Teil die Planbarkeit des Wetters, so unvorhersehbare Dinge. Ist jemand krank? Gibt es Ausfälle? Das sind die Sachen, die wir aber dann dennoch mit Plan A, Plan B und Plan C immer planen, damit wir natürlich hier keine unnötigen Ausfälle haben. Aber summa summarum sage ich immer, ich klopfe auf Holz. Wir hatten diesen Sommer bis jetzt keine gröberen Sachen und möge auch wenig Gröberes kommen. Wie schätzen Sie die Bedeutung von Oper im Steinbruch ein? Ja, die hat heute sicher eine nationale, österreichische, aber auch eine europäische Bedeutung und ein Gewicht. Wir werden als schönste oder mit Verona als schönste Open-Air
Freilichtbühnenwelt betrachtet und so sehen das die Kritiker, so sieht das das Publikum. Es ist schon ein ganz besonderes Ereignis, zu uns zu kommen. Und auch der Ruf eilt dem Steinbruch voraus. So gelingt es Daniel Serafin, ein Team zusammenzustellen, das auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Dass die Oper im Steinbruch weit über unsere Grenzen so bekannt ist, das liegt natürlich auch immer an dem Cast, den du zusammenstellst. Wie können wir uns da die Dimensionen vorstellen? Also insgesamt sind hier 400 Personen vor und hinter der Bühne und der Cast besteht circa aus 20 Nationen. Also es ist ein Multikulti und genau das macht auch dann die Produktion aus, dass so viele Menschen von so vielen Orten auf der Welt in einer Sprache sprechen, nämlich der Sprache, in dem Fall von Georges Bizet. Zu sehen ist Carmen ab dem 12. Juli im Römersteinbruch St. Margarethen.